Hart aber fair. Deutsche Staatsräson muss sein, dass wir uns nicht isolieren und allein dastehen. Wir haben nur eine Zukunft in gemeinsam Europa. Das ist für mich eine Konsequenz auch des jetzigen Krieges und der Situation danach. Keine Isolierung Deutschlands. Für mich Staatsräson. Also bin muss man auch vernünftig mit den Nachbarn zusammenarbeiten, um eine Lösung zu kriegen. Jetzt haben wir hier eine Fehlentwicklung, weil die Instrumentarien als erstes von Frankreich in Deutschland, von Chirac und Schröder gerissen wurden, nämlich die Stabilitätskriterien. Jetzt müssen wir nachjustieren. Jetzt müssen wir das vernünftig machen. Was wir hier jetzt in der letzten Phase diskutiert haben, versteht kein Mensch draußen. Wir müssen Ihnen sagen, ja, wir stärken die Rechte des Parlaments. Es gibt keinen deutschen Cent, wenn nicht das deutsche Parlament zustimmt. Es gibt keine Regelung aus dem Rettungsschirm, der jetzt konstruiert ist, ohne Zustimmung Deutschlands, Einstimmigkeit und nur in einer Ultima Ratio-Situation. Das sind die Dinge, die Vertrauen stärken. Aber zu meinen, wir können jetzt rigoros Europa auflösen oder alles bezahlen, das sind doch diese Extreme, die völlig irreal sind. Der Weg Europas kann nur dazwischen sein. Erik, 28 Jahre alt, sagt, die ganze Europa-Idee ist doch nur eine Idee von ein paar Politikern. In Deutschland wurde kein Bürger gefragt, ob er den Euro will oder ob wir so ein Europa wollen oder ob wir eine politische Union wollen. Frau Schmidt, wie weh tut Ihnen das, wenn Sie das hören? Oder sagen Sie, das können nur Jüngere gewesen sein, die nicht nach dem Krieg die Aufbruchsstimmung mitbekommen haben, die Sehnsucht, Schranken einzureißen, Frieden zu haben? Also mir tut das schon sehr weh und ich habe ein Unverständnis für diese Haltung, weil ich da sehr mit Herrn Brüderle doch auch gehe, dass insbesondere wir Deutschen von der politischen Integration in Europa sehr, sehr, sehr profitiert haben. Wir sind die allergrößte Volkswirtschaft mit großem Abstand in Europa, was Leuten sowieso schon mal irgendwie ein bisschen mulmiges Gefühl macht. Und natürlich, wir haben ein historisch enorm schweres Gepäck zu tragen. Das beides zusammen macht die anderen misstrauisch, was die Deutschen anlangt. Die europäische Zusammenführung hat uns da enorm geholfen. Die Wiedervereinigung, vielleicht finden Leute das ja nicht gut, dass die Wiedervereinigung stattgefunden hat, aber sie hat meiner Meinung nach nur stattgefunden, weil eben es die Deutschland eingebettet war in Europa und weil unsere Nachbarn, weil Gorbatschow, weil Bush Senior keine Angst zu haben brauchte und die Bedenken von Margaret Thatcher und François Mitterrand überkommen sind.